Naja, gehen wir erstmal in die. Was finde ich denn dann jetzt in der Sifburg, wenn es da. Das Siegel soll ja bei der Kammer der Vergessenen links sein und wir gehen jetzt aber nach rechts in die Sifburg. Hm. Was immer dieses Lager in sich birgt, es ist wertvoll. Sie bewachen es wie eine Schatzkammer. Pff, Schätze. Ich hoffe auf das letzte ärgerliche. Ich hoffe auf das letzte ärgerliche Hindernis und einen glatten Sieg. So, sucht die letzten zwei Siegel immer noch. Können Autoreinberufungen leider noch nichts Neues machen. Ich werde hier aber jetzt einen kurzen Cut setzen, denn es ist A, spät, B, bin ich müde, C, kommt heute noch eine Folge und D, keine Ahnung. Deswegen kurzer Cut für euch und für mich gibt's erstmal Bett. Bis gleich. So, weiter geht's. Diesmal zu einer zivilen Uhrzeit. Es könnte auffallen, dass hier ein paar Einheiten weniger Leben haben. Das liegt daran, dass ich ein bisschen Items rumgeschoben habe. Und neue Items vergeben habe. Was habe ich gemacht? Groß. Im Prinzip nicht viel. Hauptsächlich Resistenzen verbessert. Hier Ephraim hat komplett neues Equipment bekommen. Dem habe ich einmal hier alle Teile ablegen und dann komplett neu gemacht, weil der ja einen ziemlichen Flickenteppich hatte. Ganz cool ist, Aranorn hat jetzt das komplette Pyromanen-Set an. Das bedeutet, er hat die Fähigkeit Aschebrand bekommen und die ist mega geil. Wenn die Einheit attackiert wird und seine Hitpoints unter 20 fallen, heilt sie sich um 40 Hitpoints und macht 40 Schaden an allen Gegnern in der Nähe. Kann nur einmal alle 10 Runden benutzt werden, die Fähigkeit. Aber 40 Schaden, das ist richtig übel. Vor allem, es sind halt 40 Schaden, das heißt, Resistenzen werden nicht angerechnet, also sind es flat 40 Schaden. Kann auch Gegner besiegen. Die Preisfrage ist jetzt natürlich, ob das während des Kampfes auch eintritt. Das heißt, wenn er zum Beispiel während des Kampfes dann einen Schlag abkriegt, der ihn unter 20 geht, ob dann direkt Aschebrand triggert, ihn um 40 heilt und allen Gegnern 40 Schaden macht, das wäre natürlich mega krass. Werden wir herausfinden. Das ist so die coolste Neuerung. Silas hat jetzt absolut abnormal kranke Resistenzen. Hier alles über 50, 60, 140 gegen Kälte und Arkan. Sehr, sehr gute Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau Penetrationsresistenzen sind. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sonic hat auch ein bisschen mehr bekommen. Ach, außerdem kann Aranorn jetzt Feuerbälle schießen wegen seinem Set. Ihm habe ich ein bisschen was gegeben, aber nur wegen Resistenzen geguckt. Alpha wollte ich ja eigentlich ändern ein bisschen was, aber das Rera-Set ist halt schon ziemlich gut. Daran hat sich nichts geändert. So. Aber wir sind in der Sifburg. Und wollen jetzt mal rausfinden, was die Sifburg so kann. Da oben liegt ein Item. Irgendwie sieht die Burg exakt so aus wie die letzte, in der wir waren. War ich hier schon drin? Nee, war ich nicht. Sonst würde das hier stehen. Es kommt mir so bekannt vor. Naja. Was wir machen müssen, ist Ephraim mehr Bewegungspunkte geben. Wenn er das nächste Level up hat, muss er unbedingt darauf skillen, weil der hat jetzt nur noch 7. Und das ist ein bisschen wenig. Denn so ziemlich alle anderen Einheiten von mir haben mehr. So. Gut, außer der Zwergenheld. Der hat jetzt nur noch 6 Bewegungspunkte. Das habe ich nicht bedacht. Was hat der für Stiefel an? Muss ich kurz gucken. Handschuhe, Streitkolben, Rüstung, Axt, Amulett, Ring, Helm, Handschuhe, Streitkolben. Der hat gar keine Stiefel an. Stiefel. Habe ich hier Stiefel, die Weg ins Verderben kann ich ihm auf gar keinen Fall geben. Unterwandern, Teleportation. Weniger, 3 mehr, aber Steuereintreiber möchte ich nicht haben.
Lebensweisheit. Der braucht ganz dringend mehr Bewegungspunkte. Kann ich dem Stiefel basteln? Zwei weniger. Ein Bewegungspunkt mehr. Ein Bewegungspunkt mehr. Unberührbarkeit ist natürlich sehr geil. Hitpoints per Level. Vergeltung. Vollkommenheit. Okay, dann kriegt er Nightwalker. Shame Inferior. Bewegungspunkte plus 1. Oder Vision Range. Nee, da nehme ich lieber die Resistenzen. Bauen wir Nightwalker. So, jetzt hat er wieder 7 Bewegungspunkte. Alpha kann sich jetzt sehr weit bewegen. Preisfrage ist natürlich, was wir in der Sifburg jetzt vorfinden, denn noch, es sollte hier nicht die Barriere geben. Und eigentlich aber auch kein Siegel. Okay, es kommen Einheiten von da unten. So, stellen wir uns mal hier zum Verteidigen auf. Warte, kann ich Lethalia noch darüber ziehen? Ja, kann ich. Hätte ich gerne hier stehen. So, Heilung. Schwert. Ephraim kann aktuell nur da unterstützen, aber Heilung gibt's für beide. So. Haben wir schon mal einen guten Start hingelegt. Okay. So, wir können uns ganz gut verteidigen. Viele Punkte hat er noch? 17. Eigentlich müsste Aschebrand jetzt triggern, ne? Warum hat Aschebrand nicht getriggert? Es ist unter 20. Oder hat das getriggert und ich habe es nicht mitbekommen? Ich habe nicht ganz aufgepasst. Kannst nicht angreifen, aber du kannst den eben schnell töten. Dann holen wir uns das Schwert da oben. So, jetzt müssen wir hier eine neue Einheit hinstellen. Einmal Feuerball. Und eigentlich kann ich diese Skelette 314. Boah, Alter. Ein 314 9er Angriff. Ja, guten Morgen. Boah, ich glaube, das ist hier die höchste Angriffszahl, die ich bisher gesehen habe. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also, das ist schon beeindruckend. So. Der ist tot. Dann kannst du dir auch ein paar EP holen. Wir sensen hier jetzt einfach komplett durch. Keine Zeit zu warten. So, du gehst alle hier verlangsamen. Kann sich Alpha hier hinstellen.
und holt sich noch den Typen. Okay. Die haben schnell, sind schnell gestorben. Natürlich spawnt hier oben noch irgend so ein Typ. Aber der macht zum Glück recht wenig Schaden. Was übrigens bei Silas jetzt auch ganz geil ist, das habe ich noch nicht erwähnt, ist, der hat jetzt hier Chance getroffen zu werden, minus 15%, nochmal minus 10% und nochmal minus 10%. Das heißt, der hat 35% Chance, schon mal gar nicht getroffen zu werden. Starke Fähigkeit, finde ich. So. Der ist weg. Dann gehen wir mal gucken. Ich habe echt das Gefühl, dass ich hier schon gewesen bin. Wenn jetzt hier oben wieder Barriere ist, dann war ich hier auf jeden Fall schon. Ich ziehe mal keine Einheit mehr diese Runde. Ja, der Gang ist magisch abgeschottet. Hm, wahrscheinlich der Sperrgürtel der Pandemonium schützt. Wir können uns nicht durchlavieren, bevor wir seinen Wächter finden. Ich dachte, waren wir hier schon? 35% mehr Schaden, aber wir haben das Ding schon zweimal. So nehme ich mir den Opal und wir können zurück zum Imperium des Leidens gehen nächste Runde. Wobei eigentlich können wir hier noch nicht gewesen sein. Sonst wären die Untoten nicht da gewesen. Naja, zurück zum Imperium des Leidens. Das war ein kurzes Vergnügen. In der Sifburg waren wir noch nicht. Ich bin verwirrt. So, sucht und rächt die letzten zwei Siegel. Erstmal würde ich sagen, sucht und brecht die beiden Typen hier. Zu den Typen, bevor der irgendwas hier ausbildet. So. Den kriegen wir zum Glück. Den kriegen wir zum Glück getötet, bevor er irgendetwas macht. Ich nehme lieber ihn, weil ich sicher gehen will, dass er stirbt. Nicht, dass der irgendwelche Heilungsfähigkeiten oder irgend so ein Mist besitzt. So, aber da vorne, also hier ganz im Westen, gab es ja diesen Übergang zu der Insel. Da würde ich jetzt gerne hin. Das heißt, wir müssen unseren Zwerg und den Geist wieder durchkriegen. Eigentlich kann ich mit den anderen Leuten hier stehen bleiben. Ich glaube, das mache ich auch. Ich lasse den Zwerg und den Seelenernter wieder entkommen. Ui, ja, ja, ja. Hier sind überall Gegner. Oh, da oben liegen noch Stiefel. Cool. Ich würde sagen, wir ziehen uns hier in die Burg zurück. Thalia geht hierhin, du gehst dahin, Heilung geht dorthin, ist auch hier rein, wo ist sie das? Stellt sich hierhin, zack, bumm, Stiefel nehme ich mit, Eidolons Stulpenstiefel. Na, langsam bauen wir das Eidolon-Set zusammen, aber wir haben nach wie vor erst drei Teile und unter vier, fünf Teile lohnt sich dieses Set halt einfach derbe nicht. Da haben wir wohl einen Dämon, der unbedingt sterben möchte. Kann er haben. Da habe ich gar keine Probleme mit. So, du musst darum gehen. Ich meine, was... Seit wann greifen die den an, der da alleine steht?
Das war doch sonst nicht deren Style. Vor allem, weil sie halt sowieso One-Shot sterben. Naja, so, den Dämon hier umlaufe ich. Ich meine, ich kam da oben durch. So, die anderen Einheiten muss ich nicht bewegen. Mit dem Rest bleibe ich hier stehen und du holst die nächste Runde die Stiefel. Hoffentlich sind das coole Stiefel. Eidolon-Stiefel, das wäre gut. Ich möchte das Eidolon-Set mal komplett haben. So. 7-Meilen-Stiefel. Ah, die sind auch gut. So. Naja, das sind überall Pflanzen. Ich weiß. So. Wir haben die Karte ja bereits erkundet, deswegen gibt es auch keinen Sinn, mit unserer Hauptarmee hier irgendwo hinzulaufen. Wie sieht es eigentlich in Sachen Autoeinberufung aus? Ich glaube, da haben wir auch noch nichts. Autoeinberufung konfigurieren, können wir noch nichts machen. Du bist betört. Aber das ist egal, denn 105 Schaden reichen. So, lauft. Ja, da kommen wieder ein paar.